Schwindet mit der erzwungenen Kapitulation Syrizas auch in Spanien die Hoffnung über die Wahl einer linken Partei, die Austeritätspolitik hinter sich zu lassen? Das ist eine Vermutung, die man zumindest jetzt erstmal anstellen kann oder muss. Es war natürlich die Hoffnung von Podemos-Mitgliedern, Anhängern, Sympathisanten verbunden, dass Griechenland quasi ein Stück weit so den Eisbrecher macht, ein Stück weit schon mal den Weg öffnet und aufzeigt, wohin die Reise gehen kann, was so das Ende von Austeritätsprogrammen angeht. Das Problem ist natürlich jetzt, also nachdem man sagen kann, dass die Syriza sehr hoch gepokert hat mit dem Referendum und danach sogar ein Programm akzeptieren musste, das noch schlechter war als das, das sie vorher angeboten gekriegt haben, ist es natürlich eine ziemliche Last, die jetzt auf Podemos liegt, ihren Leuten klarzumachen, dass sie jetzt das bringen können, was Syriza und die griechische Regierung nicht bringen konnte. Die haben sich erstmal auch ziemlich, also auf der einen Seite hat dann der Podemos-Generalsekretär erstmal sehr klar erstmal reagiert und gesagt, naja, natürlich unsere gesamte Unterstützung gilt Griechenland. Jetzt hat er so eine neue Volte geschlagen und hat erklärt, dass sie das Abkommen unterstützen, weil das die griechische Regierung unterstützt. Man merkt da, dass es eine gewisse Anpassungsleistung schon der Argumentation gibt. Es wird auch nicht mehr die Umstrukturierung der Schulden, zum Beispiel auch von Spanien, gefordert. Und so, man merkt schon, wie so eine gewisse Anpassung da läuft. Und damit gibt es natürlich auch innerhalb der Organisation eine Debatte darüber, wie die weitere politische Stoßrichtung aussehen soll. Das ist alles jetzt im Moment noch sehr frisch. Also man hat das gemerkt, dass der Pablo Iglesias nach der Annahme dieses Abkommens erstmal in der Versenkung verschwunden ist. Der hat das Ganze nur über Twitter mitgeteilt, obwohl er normalerweise sehr wortgewandt und redelustig in den Medien auftritt. Und da hat man gemerkt, die müssen derzeit erstmal damit kämpfen, wie sie mit der Situation jetzt umgehen. Ralf, was sagen die Menschen oder auch eher die linkere Bewegung in Spanien zu dieser Flexibilität jetzt auch von Podemos? Natürlich wird auf der einen Seite betont, dass letztlich den Griechen die Pistole an den Kopf gesetzt wurde und gesagt wurde, ja, frisst oder stirbt. Also wird dieser Erpressungscharakter herausgearbeitet, der da drin steckt. Das ist die eine Seite. Natürlich gibt es dann die anderen Leute, die natürlich auch klar sehen, ja, ihr habt viel versprochen und ihr müsstet eigentlich auch fähig sein, die Lage im Vorfeld klarer einzuschätzen. Und ihr müsstet euch auch gewisse Sachen trauen können. Also so ein bisschen die, was sich in Griechenland zwischen der Linie Tsipras und Varoufakis vielleicht abspielt, nämlich auch zu sagen, okay, dann lassen wir zu, dass sie uns rausschmeißen und dann sehen wir, wie wir mit diesem Rausschmiss umgehen. Also diese zwei Linien, die bilden sich in Spanien auch ab. Die einen, die halt wirklich sagen, okay, man lässt dann auch drauf ankommen, man muss auch mal versuchen, mutig zu sein. Die anderen, die halt dann auch wieder sagen, das Problem, was Syriza ja auch hatte, ist, dass sie bei dem Referendum nur ein Votum gekriegt haben gegen gegen dieses Programm. Sie hatten kein Votum für einen Grexit. Das ist natürlich auch ein Problem, dass sie das nicht zur Abstimmung gestellt haben, sagen dann wiederum andere. Sie hätten das natürlich auch so klar in die Frage mit aufnehmen können. Und das ist eine sehr gespaltene und sehr widersprüchliche Debatte, die da gerade läuft. Und weil man natürlich sehr viel damit verbunden hat, was in Griechenland passiert. Und jetzt läuft genau im Prinzip das Stück ein Stück weit andersrum, dass ja der Tsipras gestern erklärt hat, dass er große Hoffnungen setzt in ähnliche Formationen und ganz besonders in Spanien. Also der hofft darauf, dass es in Spanien einen Umschwung gibt, dass also Podemos, also das ist auch noch ganz interessant, dass der Tsipras nicht mehr nur von Podemos spricht, nämlich von ähnlichen Formationen. Das hat nämlich damit zu tun, dass es in Spanien ja auch noch einen ziemlichen Streit darum gibt, ob Podemos alleine antritt, ob es größere, breitere Bündnisse gibt. Und da zeichnet sich nach einer ziemlich schroffen Ablehnung von Iglesias gegenüber diesen Bündnissen auch eine Veränderung ab mit den Vorgängen in Griechenland, dass man ein bisschen zurückhaltender argumentiert von Seiten von Podemos und vielleicht die Möglichkeit zu einem breiteren Bündnis bildet. Das hat vermutlich damit zu tun, dass sich Podemos angesichts der Situation in Griechenland auch nicht mehr ganz so
sicher ist, ob sie allein zur stärksten Kraft in Spanien werden können bei den Wahlen wahrscheinlich im November. Ralf, gibt es da schon irgendwelche Indizien mit dieser Kapitulation von Syriza? Sinkt da auch die Unterstützung der Wählerinnen in Spanien? Es gibt leider seither noch keine Umfragen, wobei man den Umfragen in Spanien eh nicht sonderlich trauen darf. Es ist nur klar, dass natürlich die andere Seite, also von vor allem die Rechte Volkspartei und die Sozialisten, natürlich ganz klar in diese Kerbe reinhauen. Der spanische Regierungschef Rajoy, der ja bei den letzten kommunalen Regionalwahlen also ziemlich abgestürzt ist und einen sehr großen Anteil daran hatte, Podemos oder die Bürgerkandidaturen, die im Zusammenhang von Podemos in den verschiedenen Stadträten da gemacht wurden und ja zum Beispiel in Barcelona, Madrid, Santiago, Zaragoza dann auch die Wahlen gewonnen haben, der haut natürlich da rein und sagt, passt auf, genau das droht euch, wenn ihr Podemos wählt und Podemos in Spanien an die Macht kommen würde, dann droht dieses Chaos, Kapitalkontrollen und so weiter, Bankenschließungen und so weiter in Spanien auch. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass vielleicht so einige, die wahrscheinlich erstmal Podemos als Protestwahl gewählt hätten, vielleicht jetzt ins Denken kommen und ins Trudeln kommen und sich überlegen, ob sie Podemos dann noch wählen oder dann vielleicht doch eine der etablierteren Parteien. Und das macht dann vielleicht auch wiederum für Podemos ein Stück weit Druck, in die Richtung dann doch ein breiteres Bündnis einzugehen. Also es gibt da den Vorschlag von Jetzt gemeinsam, das im Prinzip sehr stark steht dahinter die Vereinte Linke, die ja in den letzten Jahren, vor allem bei den letzten Wahlen, extrem abgestürzt ist gegenüber Podemos. Die versucht, so ein breiteres Bündnis aufzuziehen, um bei den Wahlen gemeinsam anzutreten. Das hat auch damit zu tun, das ist eigentlich aus der Ecke eine richtige Analyse, dass das spanische Wahlgesetz kleinere Formationen extrem benachteiligt. Deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll, wenn man zum Beispiel mal in die Macht kommen will, um dieses Wahlgesetz zu ändern, dass man wirklich gemeinsam antritt, um die Möglichkeit auch zu haben. Die haben dieses vorgeschlagen, das wurde wirklich extrem schroff abgelegt. Also der Iglesias sprach auch da von der Erpressung der Vereinten Linken gegenüber Podemos in dieses Bündnis reingetroffen. Wie gesagt, diese Wortwahl hat sich dann da nach diesen Ereignissen in Griechenland deutlich verändert, weil vielleicht ein bisschen mehr Realitätssinn einkehrt, in die Richtung zu sagen, okay, wir müssen das mit anderen gemeinsam machen, und dann gibt es vielleicht auch nicht mehr so, dass dann Leute sagen, naja gut, da kommen ja auch in diesem Bündnis Leute mit drin, die ein bisschen mehr vielleicht Realitätssinn haben als jetzt Podemos, wenn wir einfach diese Gleichung, die der spanische Ministerpräsident aufnimmt, also einfach von Syriza Podemos spricht. Dass man so eine gewisse Verunsicherung mit so einem Bündnis da rausnimmt, es sieht so aus, als ob sich Podemos in diese Richtung ein Stück weit bewegt. Weil, wie gesagt, die Lage ist noch so frisch, dass diese ganzen Diskussionen im Moment alle laufen und eine klarere Linie lässt sich im Moment noch nicht rausarbeiten. Ralf, wir haben schon vor langer Zeit, 2012, in einem Interview über die Möglichkeit eines Europas der zwei Geschwindigkeiten gesprochen. Das wurde jetzt auch immer wieder von anderer Seite thematisiert. Ist das eine Perspektive oder auch drohende Perspektive? Spanien, Italien, Griechenland zusammen in einem langsamen Europa? Dass der Herr Schäuble, der ja zum Beispiel in Portugal jetzt als der größte Feind Europas bezeichnet wird von vielen Leuten, dass der in die Richtung natürlich geht, der hatte das vor Jahren schon vorgeschlagen, und ich denke, der wollte jetzt der hat es ja nicht aufgegeben, der will jetzt den großen Schritt in die Richtung machen. Dieser Vorschlag, zeitweise Austritt Griechenlands aus dem Euro, der läuft ja genau dahin. Ich meine, die eine Richtung war natürlich die mit Griechenland, also entweder über den Rauswurf oder über diesen Weg, der jetzt gewählt wurde, der ja so Erniedrigung genannt wird, den Ländern, die vielleicht nicht ganz so willig sind, diese Programme durchzuziehen, die von der Troika, man darf die auch nicht mehr Troika nennen, die heißen ja jetzt die Institution, aber ich denke, es ist immer noch die Troika, die von denen diktiert werden. Wenn man die nicht mitmacht, dann droht der Rauswurf in die zweite Liga quasi, ne, die da aufgemacht werden soll.
Und Schäuble hält ja an diesem Vorgehen fest, jetzt ja mit dieser absurden Debatte darüber, dass ein Schuldenschnitt innerhalb des Euros nicht möglich sei. Erstens hat er keine Begründung geliefert, warum das so ist. Deswegen schlägt er dann diesen Vorgang vor, naja, die schmeißen wir dann halt raus, temporär, und dann kann man da vielleicht einen Schuldenschnitt machen. Aber es ist ja klar, dass die eigentlich keine Perspektive mehr erhalten sollten für einen Eintritt. Also ich denke, von Schäuble ist die Position relativ klar, der will die raus haben. Und damit schafft er sich zum Beispiel so eine Strafmöglichkeit für Regierungen, die nicht bereit sind, die Programme durchzuziehen, wie er sich das ungefähr vorstellt, dann in diese zweite Liga abzusteigen und dann so eine Parallelwährung zum Euro einzuführen und so weiter. Ralf, wir sind gespannt, was aus diesen ganzen Plänen wird. Vielleicht als Abschlussfrage, wenn Podemos jetzt sich ein bisschen auf andere Parteien zubewegt, wenn es doch auch sichtbar wird, dass dieses parlamentarische Vorgehen letztlich erst einmal zumindest auch nicht besonders erfolgsversprechend ist jetzt im Fall Griechenland, stärkt das gleichzeitig wieder die außerparlamentarische Protestbewegung in Spanien? Das kann man vermuten. Wobei man auch vermuten kann, dass das vielleicht einen Effekt bringt in die Richtung, weil man hat ja die letzten Monate schon deutlich gemerkt in Spanien, dass die außerparlamentarische Arbeit von bestimmten Leuten ein Stück weit vernachlässigt wurde. Also dass man sich sehr stark jetzt auf so einen institutionellen Weg eingeschossen hatte, also viel Hoffnung auf Podemos gesetzt hat, und dass jetzt vielleicht klar wird, zumindest mal muss das beides sein. Man muss auch, wenn man so eine Partei an der Regierung hat oder Leute im Parlament hat, die müssen natürlich entsprechend stark auch von sozialen Bewegungen getragen oder auch unterstützt werden. Ansonsten haben sie längerfristig sowieso relativ wenig Chancen. Die andere Geschichte ist halt schwerer lösbar, wie man mit diesem gesammelten Machtapparat, der einem dann entgegensteht, mit diesem Wind, der einem dann aus Brüssel entgegenbläst, wenn man wirkliche Veränderungen durchführen will, wie man da umgehen will. Das ist dann halt vielleicht so eine Frage, die man an die gesamteuropäische Linke stellen muss, weil das ist ja schon auch entscheidend. Also weder in Spanien oder in Deutschland gab es ja massive Unterstützung auf der Straße für zum Beispiel den griechischen Kurs. Das ist ja auch so eine Sache, wo sich die europäische Linke dann fragen muss, dass sie natürlich auch so eine Regierung wie in Griechenland im Stich gelassen hat gegenüber denen, die den alten Kurs weiterfahren wollen.